Hallo zusammen, Michi ist wieder euer Teller und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir finden unter Kunden und dann Wolf Inn und hier haben wir das Achievement, wir sind die ganze Nacht hier. Und dafür müssen wir Folgendes machen, nehmt an den folgenden Schauspielen der Theatertruppe teil und das sind 1, 2, 3, 4, 5 Stück und das Ganze findet einmal auf der Insel von Dorn statt. Und da haben wir auch so ein Symbolchen auf der Map auf den Koordinaten 56, 50. Das ist die Theatertruppe und jede volle Stunde geht hier ein Event los. Bei dem Event ist es so, dass ihr einmal mit der Huse hier hinten sprechen müsst, mit der Huberta. Und dann könnt ihr euch quasi einmal einschreiben. Es gibt auch eine Weekly Quest, wo es dann eine ganz nette Kiste gibt. Die können wir jetzt auch gleich mal aufmachen. Ah, ich habe ein Trinket rausgezogen, so einen Kastenschlüssel. Die ist aber nicht relevant fürs Achievement, sondern die könnt ihr einfach so noch mitnehmen. Und im Endeffekt müsst ihr einfach das Event abschließen. Das dauert so ein bisschen über 10 Minuten, das Ganze. Da sind hier verschiedene Ereignisse. Oben wird ein Balken aufgefüllt und ihr könnt auch einige Belohnungen kriegen. Wichtig ist aber einfach nur, dass ihr mit ihr gesprochen habt, in dem Bereich steht und dann die jeweiligen Events einmal abschließt. Jede Stunde kommt quasi ein anderes. Ich bin jetzt noch nicht 5 Stunden hintereinander hier dort gewesen. Ich habe das immer mit verschiedenen Twinks für die Kiste gemacht. Ich habe aber auf WoW Head nachgelesen, dass die anscheinend genau in der Reihenfolge spawnen. Ne? Also dann um 1 Uhr das, um 2 Uhr das, um 3 Uhr das, 4, 5 und dann geht es wieder von vorne los. Ne? Also 1 Uhr ist jetzt einfach aus der Luft gegriffen. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, zu welcher Uhrzeit bei euch welches kommt. Aber anscheinend soll die Reihenfolge die sein, die ist im Achievement auch drin steht. Heißt, wenn euch die letzten beiden noch fehlen, zum Beispiel, und ihr die Grausamkeit von Dornik hattet, dann müsste als nächstes der Abstieg des Treagars oder wie der heißt, kommen. Und danach hier Rivalen, ne, und so weiter. Also so wurde es mir zumindest auf WoW Head geschildert. Und wenn ihr alle 5 habt, dann gibt es das Achievement. Das könnt ihr mit verschiedenen Chars machen und wie ich jetzt auch hier die Weekly Quest mitnehmen. Da können auch ein paar Rezepte drin sein. Was für die Collection nice ist und vielleicht unter anderem auch, wenn ihr es verkaufen wollt, für den Geldbeutel. Jo, mehr ist es eigentlich tatsächlich nicht. Heißt, hier einfach immer wieder herschauen mit den Chars, jede volle Stunde. Also jetzt zum Beispiel bei mir gerade um 1 Uhr, der nächste ist dann um 2 Uhr und dementsprechend so weiter. Gut, das war es eigentlich schon mit dem Achievement Guide. Ist eine relativ simple Sache. Und dann verabschiede ich mich jetzt erstmal an der Stelle. Wenn ihr mehr so Videos sehen wollt, könnt ihr gerne wieder reinschalten. Euer Tela, bis dahin. Ciao.